Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ja, wo gearbeitet wird, da passieren auch Fehler. Das ist so. Das ist Ihnen sicherlich auch schon mal passiert, dass Sie zum Beispiel in einem Vertrag einen Fehler sich eingeschlichen hat und Sie diese Version an den Kunden losgeschickt haben oder vielleicht auch ja, Unterlagen irgendwie verloren gegangen sind. Das kann ja immer mal passieren. Und Sie müssten jetzt Ihrem Lieferanten zum Beispiel nochmal darum bitten, das Angebot nochmal zuzuschicken. Da habe ich einfach Muster für Sie jetzt zusammengestellt mit Mustertexten einfach für solche Entschuldigungsschreiben. Nun also zwei Mustertexte zu zwei ganz unterschiedlichen Entschuldigungsschreiben. Einmal hier Verlust von Ausschreibungsunterlagen. Ja, ich denke einfach mal ein bisschen nett und persönlich geschrieben. Auch so ein bisschen, ja, um Verständnis werben und die ganze Situation ein bisschen erklären. Ganz schöner Text, ganz schöne Vorlage, die Sie gut einsetzen können. Und dann haben wir hier nochmal ein Entschuldigungsschreiben, weil ein Vertrag mit Fehlern zugeschickt wurde. Wichtig ist natürlich, dass man erstmal mit dem Lieferanten oder Kunden vorab telefoniert, um das zu klären. Das macht es einfacher. Und dann hinterher nochmal einen kurzen Brief oder eine Mail zu schicken, um das nochmal so ein bisschen zu beschreiben und nochmal um Entschuldigung zu bitten, ist auch angemessen. Schließlich geht es hier um Verträge und ja, das ist nicht unerheblich, wenn sich dort Fehler eingeschlichen haben. Beide Texte finden Sie als Download unter diesem Video. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So erhalten Sie jede Woche sofort umsetzbare Tipps für mehr Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz. Melden Sie sich bitte auch zum kostenlosen Newsletter an. Als kleines Dankeschön schenke ich Ihnen mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Effizienz und Produktivität im Büro. Dazu einfach hier rechts klicken und Sie erhalten das E-Book sofort in Ihren Posteingang.